Womit wir das Ganze jetzt nochmal versuchen. Ich hoffe, dass er mir jetzt nicht wieder weg und so, ne? Ihr seht mich, ihr hört mich, ihr seid wieder da. Ich bräuchte mal ein Hallo und ein Ja und alles ist gut. Alles ist gut, Dankeschön. Jetzt einmal das Spiel starten. Play. Ich würde es auch gerne anbehalten. Komm. Recht zusammen. Jetzt geht's. Ha! Das hat nur 10 Starts gedauert. Ich weiß auch nicht warum. Ja, dieser Mod dazu ist nicht unbedingt die beste Variante, mit Forest zu spielen. Deswegen Finger weg von Forest Mods. Also es gibt ein paar coole Dinger. So. Und einmal mal ganz kurz mein Lieblingsspruch da nochmal zuzubringen. Fally hat mich auf die Idee gebracht, wo ich gesagt habe, Mensch, wäre das nicht cool, wenn wir jetzt das Safe Game finden würden? Meine Reaktion. You son of a bitch, I'm in. Einmal nochmal für das Ende des Jahres. So, dich hört man. Ja, ich bin auch alleine hier. Ich bin auch alleine hier. Oder? Der Fally spricht gerade nicht. Ich bin aber da. Ihr müsstet da gehört haben. Und wie ihr gesehen habt hier, Stand ist gewesen 28.09.19. Das ist der Safe Game Stand. So. Machen wir das einfach mal. Wir stellen dann mal das Ding. Starten das Teil mal. Dann seht ihr auch gleich noch kurz den Cheat Editor dazu. Also Ultimate Cheat. Das ist aber cool, fällt mir jetzt gerade auf, wie über meinem Namen hier, über mir hier so Nichtsnutz 0815 steht. Finde ich. Coole Idee. So. Cheat-Menü. Und zwar, das Game wird gestellt auf Peaceful. So. Somit ist jetzt kein Gegner mehr im Spiel. Hunger und Durst kann ich damit, glaube ich, auch noch anpassen. Irgendwie. Player, kann ich das machen? Ich habe keine Ahnung, ich kenne mich mit dem Programm nicht aus. Da. Thirst voll. Starvation weg. Thirst 1, Thirst 0. Achso, so geht's. Ach, guck mal, so rum ist das machen. Ach, scheißegal. So einen Schnickschnack wollten wir eh nicht. So. Bevor ich jetzt hier das aufmache, blende ich euch mal ganz kurz aus, damit ihr den nicht gespoilert kriegt. So, und dann mal raus. Und dann machen wir das. Ich bin sofort an dem Platz, wo wir hin müssen, damit ihr das seht. Ach, ich kann ja hier abkürzen. Und weil es wirkt dann ein bisschen schöner, wenn man die Basis von der Seite aus so betritt. Und ich möchte, wenn, dann gleich komplett das volle Positive und so, ne? Da raus, da ran, da rüber, hier im Bad schnippeln und dahin springen. So. Sollte euch bekannt vorkommen, was jetzt gerade hier alles passiert, habe ich nämlich hier, die Idee hatte ich nämlich hier noch eher. So. Und nein, ihr seht, es geht jetzt nicht auf den Turm, wo es vorher war, sondern es geht hier auf einen anderen Turm. Hier haben wir das erste Mal diesen Fehler gemacht, unten alle unsere Bäume abzusägen und die Stümpfe wegzumachen, weil wir gedacht haben, hey, wenn die Stümpfe weg sind, wächst der Baum bestimmt nach. Irrtum. Lässt man den Stumpf stehen, dann wächst der Baum nach. Lässt man ihn nicht stehen, naja, aber so haben wir wenigstens klares Schussfeld. Wir marschieren mal rüber. Und ich zeige euch mal unseren Eingang. Ja, das ist, damit man nicht zu weit fliegt, ist dieser Zaun hier. Diese Erfahrung mussten wir erst machen, ja, dass wir da noch einen Zaun brauchen. Also wir haben hier vorne, das ist natürlich eine der wichtigen Dinge, ich drehe mich mal in die Richtung, unser großes SOS-Logo. Ja? Wenn man dieses SOS-Logo platziert,
taucht als kleiner Gag am Rande nach dem Fertigstellen mit großem Geräusch ein Flugzeug auf, was darüber lang fliegt und einfach weiterfliegt. Selbst wenn man mit der Leuchtpistole im Flugzeug hinterher schießt, nein, man kann es nicht treffen, ich habe es versucht, es passiert halt nicht. Das ist ein Gag am Rande, ja? So, jetzt marschieren wir mal hier in unsere Base. All about that base. Das machen wir nicht. Und wie gesagt, Zwei-Mann-Team. Genau, wir waren zu zweit und hatten ein paar Stunden. Wir haben durch Zufall diesen Erfolg bekommen mit weltschlechtester Vater, 100 Tage nicht nach Timmy suchen, weil wir waren so beschäftigt mit... Ja, also, erstmal muss das Gestrüpp hier weg, dass man das auch sehen kann. Hier war unsere kleine Kuschelecke für... Wir platzieren hier, weiß ich nicht was drauf, und haben sogar schon ein paar Bilderrahmen gesetzt, ja. Das war unser, wir wissen nicht, was wir machen wollen, Areal, weil hier alles, was wir gebaut haben, scheiße aus. Was machst denn du hier? Ich habe auch peaceful gestellt. Mutanten. Alle Gegner töten. So. Jetzt sind alle Gegner weg. Weil, wie ihr gerade gesehen habt, da unten ist schon wieder einer gewesen. Da. Arsch. So. Ich möchte gerne weitererzählen. Ja, da zwei Leute und irgendwie nach 100 Tagen, weil wir hier irgendwie mit Bauen und Bauen und Sammeln und Bauen und Sammeln und Bauen beschäftigt waren, gab es diesen Erfolg mit, hey, du bist der schlechteste Vater. Wir waren trotzdem stolz. Denn alleine das Areal hier vorne und durch unseren kleinen Gemüse- und Kräutergarten zu schlendern, auf dieses, ja, bewusst da platzierte Ziel, um von oben ein bisschen einzuschießen, falls die Mutanten und so weiter rumlaufen, kann man ein bisschen einnullen. Klappte sehr gut. Unseren kleinen Garten. An dem Garten eine schöne... Ach, der Knochenthron ist nicht da. Hier sagt eigentlich gehört den Knochenstuhl noch mit rein. Und dann schön den Ausblick über die See hat. Also, nee, über die See, den See. Schöne Bucht. Und den kleinen Innensee. Da haben wir dann irgendwann immer... Wir haben zwar freigemäht, aber halt festgestellt, hey, ist irgendwie cooler, wenn da ein paar Bäume sind. Sonst konnte man theoretisch wirklich bis hinten zum anderen See gucken. Falls hier Mutanten auftauchen und wir uns da oben nicht auf den Turm verpissen, haben wir auch die Möglichkeit gehabt, hier mit unserer Balliste, wo waren wir stolz, auf die Mutanten zu schießen. Deswegen der Vorteil mit den abgebauten Bäumen. Das heißt, naja, deswegen können wir so ein paar Dinger hier reinschmeißen. Schädel, Steine, Dynamit, alles was so geht. Wir laden das. Guck ein bisschen. Splink. Splink. Ja, also so. Ja, lass los. Ich will hier raus. So. Nettes Gimmick am Rande. Boink. So, naja, ihr könnt sicher halt erahnen, wessen Spielzeug das gerade war. Du brauchst zwei Leute. Ein Scouter und ein Meister. Naja, gut. Also, marschieren wir weiter. Das hat uns immer generell ein bisschen geärgert, dass man diese Steine hier nicht wegbekommt, wenn sie sich überkreuzt. Es geht halt einfach nicht. Und bis zum Ende setzen und da weitermachen geht auch, aber dann fehlt hier die schöne... Also du hast immer ein kleines... wir können damit leben, nicht wahr? So. Dann unser Lager. Ja, nein, unser... Ja, Lager. Ja. Das Grünzeug muss man ein bisschen Lager auf den Weg, dass ihr das mal sehen könnt. Wir haben ein paar Getränkehalter, Getränkesammler... Ein paar Getränkesammler, ein bisschen, ja, nicht, ein bisschen Futter, 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 Futter. Also, wir waren relativ gut aufgestellt. Licht haben wir auch. Diese Teile waren halt sehr praktisch, wenn man mit, habe ich sie gerade? Ah, ich habe keine Feuerpfeile. Sonst hätte man hier drin die Feuerpfeile anzünden können und dann ganz gepflegt. Naja, you get the drift, ne? Ja, ah. Und das gerade ausgelöst. Links neben der Treppe. Habt ihr gerade gesehen, da hat natürlich auch genau gerade ein Karnickelfall hat gezündet. Dann nehmen wir das Karnickel da mal raus. Und viel Spaß in eurem Rammelkäfig. Also selbst sowas haben wir schon gehabt und hatten es jetzt bei unserem aktuellen Spiel schon wieder völlig vergessen, dass es geht. Deswegen im Hard Mode, wir mussten jetzt erst nochmal 60 Stunden Forest spielen, um dann festzustellen, hey, wir können Karnickel züchten. Ne? Hier wussten wir es schon. Hatten es halt wieder vergessen. So. Dann fangen wir in der Treppe. Ganz wichtig, das war uns ganz, ganz wichtig. Neben der Treppe zum Hauseingang, da haben wir noch unser Blumenbusch. Ja, der. Den haben wir bis zum Schluss nicht weggemacht. Genau, den. Also der ist immer wieder nachgespawnt. Falls er versehentlich kaputt gegangen ist, musste das Spiel neu geladen werden. Einfach nur, weil er gehört hier neben die Treppe, oder? Genau. Also er gehört doch einfach neben. Sonst wäre er auch beispielsweise ganz einsam. So.
Jetzt gehen wir mal kurz ins Gebäude. Hier gehen wir ins Gebäude. Hier gibt es auch nicht allzu viel zu sehen, außer halt strategischer Blick Richtung Kanickel. Kanickel. Genau. Und natürlich halt auch nach innen. Hallo Vögelchen. Du darfst doch. Flieg, flieg. So. Trockenracks auch innen, für den Fall, dass wir uns einschließen mussten, weil wir waren so panische Schisser. Wir haben gesagt, Mutanten können die können die Basis nicht angreifen, nicht zerstören. Das heißt, wir sind reingelaufen, haben zugemacht und gesagt, so, wir sind sicher. Ja, ich stand nicht vor, prügelten wie die Großen, wir dachten, wir töten sie durch die Fenster. Hat nicht geklappt, hast du gedacht. Weil die Pfeile bleiben meist in den Ecken hängen. Und die stehen so beschissen, dass man die Leute nicht erschießen kann. Also muss man es doch mit ihnen anlegen. Oder halt warten, bis es wieder hell ist, und weil die Basis konnte ja nicht kaputt gehen. So waren wir drauf. Ängstlich, aber naja. Unser Waffenlager mit brutalen 2 Waffen. Knochen hatten wir auch ein paar, Pfeile sind leer. Kleine Schränkchen, Bilder und natürlich 2 Betten. Ja, also 2 Betten. Jeder braucht sein eigenes. Man kann sehr gut erraten, wer. Und ich gerade sagen, einer sammelt Bilder von Trümmern und irgendwelchen Kreuzen und Toten. Der andere baut Blümchen über sein Bett. Ratet, welches meins ist. Nein, ich glaube, das war mehr rhetorisch gemeint. Ich denke, ich weiß jeder, wo es hingehört. Ne, Blümchenfalli? So. Ja. Dann ja, haben wir auch natürlich einen ersten Stock. Dieser erste Stock war einfach so diese Treppe hier. Ich musste mal mit den neuen Werkzeugen ausprobieren, wie das mit dem Schneiden geht. Und das ist bei rumgekommen. Man kann von hier aus natürlich auch wieder bei rausgucken. Von einem strategischen Punkt aus ist es offen. Ja, ist offen. Da kommen wir gleich zu. Haben wir hier unser geplantes Hochregallager. Deswegen große Räume mit, naja, nicht ganz so hoch gestapelten Regalen. Ich wusste halt nicht wie. Jetzt weiß ich's. Ihr werdet sehen. Sortiert. Das ist halt so das kleine binäre Gehirn, was dann sagt, das muss links, das muss rechts, das muss links. Schön natürlich nach Kategorie, was wir haben, Viecher gesammelt. Denkt dran. 2 Leute, keine Cheats. Ja, Treppe, 3. Stock. Kopf einziehen, sonst kommen wir hier nicht hoch. Im 3. Stock haben wir unsere kleine Fernsehecke gebaut. Naja, also so zum Kuscheln vorm Kamin. So. Zum Entspannen nach einem Oh, guck mal, der Eber ist auch noch da. Zum Entspannen nach einem anstrengenden Tag im Wald. Also, fanden wir ganz neckisch, so ein kleines dreieckiges Dächlein hier drunter zu bauen. Wir sind nie fertig geworden. Ah, aber die Lampen müssten euch bekannt vorkommen. Sah einfach in der Nacht total geil aus. Deswegen habe ich sie im neuen Spiel auch wieder nachplatziert. Von hier aus, nächster Gang, strategische Position. Kommen wir gleich zu. Hier oben, ja, wussten wir nicht. Oder was heißt, wussten wir nicht. Hier war halt einfach erstmal Ende. Ob die Betten hier rein sollten, ob wir hier einen Loft rausbauen. Ich wusste es einfach nicht mehr. Wir sind dann hier einfach, haben es nicht mehr weiterverfolgt. Wir wollten hier weitermachen, sind dann ans Endgame gegangen, haben uns eigentlich moralisch, nein, emotional richtig entschieden. Moralisch war es schön verwerflich. dann war das Spiel vorbei. Die Leute, die Forest kennen, wissen jetzt, was wir gewählt haben. Kein Spoiler bitte. Und da waren wir so frustriert davon, dass wir einfach nicht mehr weitergemacht haben. So. Was haben wir noch Schönes? Diese Tür führt auf unsere Aussichtsplattform, um direkt von hier aus, also ja, man kann hier ein bisschen Zielübung betreiben. Zack. Oh, der war gar nicht so scheiße. Und von hier aus dann halt schön auf Mutanten und was weiß ich, was da kommt, zu schießen. Alternativ, um Material und unseren Fisch und was weiß ich was zu besorgen, weil es nicht immer geregnet hat und wir Wasser brauchten, sind wir dann halt rüber, haben drüben Wasser geholt, Bäume geholt, Beeren gesammelt, all so ein Scheiß, Fische, was weiß ich. Ja? Und damit es halt schneller geht, wie es im anderen Spiel auch gerade gewesen ist, gleiches Spielchen. Hieronymo! Okay, drehen wir um. Und laufen zurück. Laufen nicht zurück, wir fahren zurück. Lal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 a. Finger von der Kamera. Yeah, und in die Ecke. Okay, dann gehen wir wieder rein. Wieder ins erste. Habe ich zugeschlossen? Ich habe uns eingeschlossen. Und weil uns das ein paar Mal passiert ist, haben wir natürlich an strategisch wichtigen Punkten
von überall nach überall die Möglichkeit gegeben, ins Gebäude zu kommen. Ja? Sollten wir alle drei zugemacht haben, blöd wie wir sind, was auch durchaus passiert ist, gab es immer noch eine vierte, von der aus man von hier rüberkommen konnte. Oder aber man musste übers Dach, was dann mit einem kleinen Umweg auch immer funktioniert hat, kam man dann auch hier oben durch. War tricky, ging aber, weil hier ist mal schnell abgeschlossen. Na? Mieze, würdest du bitte das Kabel von meiner Maus in Ruhe lassen? Ich brauche die Maus gerade. Dankeschön. So. Zusätzlich kann man von hier natürlich auch hier runter. Also wir kommen über den Weg rein, den Weg rein, den Weg rein. Können von hier aus an unsere einmal um die Base, je nachdem wo die Viecher rumlaufen. Man kann sie durch die Gegend locken, man kann sie wegluren. Man kann, wenn wir unten gefangen sind und festgestellt haben, scheiße, Panik, 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 kann man auch irgendwie, wenn man Seil erwischt, hier hochrennen. Naja, also das war der Hintergrund, warum wir hier so ein paar Plättchen gebaut haben. Bei Mutanten konnten unsere Basis ja eh nicht einreißen. Die Überraschung kommt aber gleich. Also, von Punkt zu Punkt nach Punkt, von überall nach überall. Auch das Schleppen waren wir dann irgendwann ein bisschen nicht ganz so... Wir waren es leid und haben dann einfach Abkürzungen gesetzt, um von A nach B über kurze Wege direkt überall hinzukommen. Ja? Das war der Hintergrund dazu. Dann weiter im Lager. Gehen wir Richtung unserer Ressourcenleger, die natürlich jetzt vorbildlich gefüllt sind, wie ihr seht. Vorbildlich. Haben wir hier auch versucht, das war unser erster Versuch Basis, haben wir hier Mauern gebaut, wollten ein paar Spikes vorsetzen, haben dann festgestellt, die Mutanten kommen hier eh nicht durch, weil die können die Sachen nicht einreißen. Wir ganz voller Stolz hier die ganzen Bäume aufgebaut, hier die Plattform. Es kam der erste Mutant, reißt den Baum ein und uns stürzen alle Plattformen mit ab. Weil, nur weil die Basis unzerstörbar ist, heißt es nicht, dass die Bäume unzerstörbar sind. Ein Armsi-Mutant, der hier durchwedelt, reißt es trotzdem ein. Frustfaktor hoch, Bäume abgerissen, nicht gemacht. Und damit wir nicht immer in die Basis rennen und uns hier den Kram hier auch kaputt reißen, den wir so mühevoll aufgebaut haben, haben wir gedacht, hey, es wäre doch ganz cool, wenn wir hier oben uns noch einen kleinen Schussturm bauen, beziehungsweise ein Lagerkeller. Vorbereitet, nicht fertig geworden. Oh, kommt die Bank her? Was? Sprengstofflager. Hatte ich vergessen, das war auch noch da. Lagerkeller. Hier wollten wir eigentlich Rüstung aufbauen, Waffenständer. Das sollte unser Arsenal werden. Mit einem Bereich von oben zum schönen Beschießen der Mutanten, was, wenn ich es mal kurz demonstrieren kann, hier funktioniert. Falli, sag mir bitte, dass ich jetzt Scheiße gebaut habe. Wir konnten durch die Zäune nicht durch... Alter, hier, habt ihr gesehen? Hast du das gesehen? Habt ihr das gesehen? Da ist der Pfeil gelandet. Wenn man über die Zäune schießen will, mal geht's. Also in 99,9% aller Fälle ist der Pfeil am Zaun hängen geblieben. Das war der blanke Horror. Alter, Falter, wieso? Warum genau? Aber das müssen sie ja behoben haben, weil damals... Ja, nee, hier, guck, wenn du etwas steiler schießt, dann landen sie hier oben. Siehst du das? Da bleiben alle liegen. Da bleiben sie liegen. Man kann hier nicht durchschießen. Da, die bleiben alle liegen. Aus der Entfernung geht es. Wenn man aber hier unten was anschießen will, so geht's. Ja, so geht's nicht mehr. So geht's nicht mehr. Ihr seht das Problem, ja? Hat uns dann auch ein bisschen davon abgehalten. Also, naja, eigentlich hat es uns nicht abgehalten, aber sollte uns eigentlich davon abhalten. Wir haben dann halt immer die Variante gewählt, uns auf die Zäune zu stellen, weil Mutanten können es eh nicht einreißen. Mieze, darfst du mal ganz kurz ein Stück weggehen? Vielen Dank. So. Wir haben unseren Kran ausprobiert, mit dem wir Material hoch und runter geschleppt haben, weil irgendwann wurde es echt anstrengend, einzelne Baumstämme hier hochzutragen. Oh, guck mal, gar nicht fertig. Darf ich den letzten Baustein reinsetzen? Kann ich nicht. Ah, fertig. So, ein Türmchen. Mit einer, ich habe keine Ahnung, warum ich so gebaut habe, sehr frustrierende Treppe. Mit Ducken und Springen kommt man hier auch rauf. Um dann von hier aus wieder zurück in unsere Basis zu kommen. Ja, freies Schussfeld auf, die Laufwege der Mutanten.
Also wir haben hier auch definitiv nicht nach Plan gebaut, sondern eins nach dem anderen und dann irgendwie immer nur, okay, das verbinden wir jetzt einfach irgendwie mit dem anderen. Also es fällt auch nicht wirklich auf, dass wir hier planlos umgelaufen sind, oder? Das ist so ein Weasley-Bau, weißt du? Das ist so die beste Beschreibung. Wir hatten auch einfach irgendwann noch die Idee, boah, es gibt eine freakige Treppe. Wir können eine Treppe bauen. Und dann kamen wir auf die Idee, bauen wir doch einfach da drüben ein Signalfeuer, falls ein Schiff vorbeikommt. Und wie kommt man am besten dahin? Mit einer Treppe. Frag nicht wie, es hat funktioniert. Nicht eine Treppe. Nein, es war... Die Treppe. Ja, also Khazad-Dûm ist ein Dreck dagegen. Komm her. Also, für die Leute, die Bäume, die Baumstämme sägen und tragen müssen, Korrektur, haben wir die Kettensäge? Oh ja, wir haben die Kettensäge dann irgendwann gehabt, nachdem wir mit dieser Treppe fertig waren. Ja, weil wir haben ja erst gebaut und dann erkundet. Es war interessant. Ja, es war wirklich interessant. Irgendwie muss man 100 Tage ja rumkriegen. Ja, dann mal kurz unser Signalfeuerchen anschalten. Ich laufe da wieder hoch. Und ich habe diese Basis hier, oder wir beide haben diese Basis, wie gesagt, seitdem wir das Spiel verlassen haben, habe ich jetzt nicht mehr auf dem Schirm. Irgendwann 2019 oder 2019, was ich vorhin gesagt habe, danach nicht wieder gesehen. Oh, das ist nicht schön. Und waren völlig, völlig schockiert und erstaunt. Warte, ich schalte mal ganz kurz den Tag auf Tag, dass wir hier ein bisschen was sehen noch. Tageszeit, das ist Nacht. Tageszeit, das ist immer noch Nacht. Da ist morgens. Ich möchte auch gerne klares Wetter haben. Mit schön warm. So. Ja, wir waren, wo ich stehen geblieben war, wir waren dann selber so erstaunt und so entsetzt. Ja, ich mach kurz Feuer. Hör zu zittern, du alter Zitterhannes. Oder eigentlich waren wir positiv beeindruckt. Diese ganze Basis startete nämlich mit, wir müssen uns mal einen Unterschlupf bauen. Okay, platzieren wir ihn hier. Hier ist die Aussicht schön. Und wir sind hier auch nie wieder weggekommen. Wir haben dann angefangen, dieses Ding hier zu bauen. Es gibt Größeres, es gibt Tolleres, im Kreativmodus gebautes und so weiter. Hey, uns hat es echt gefallen. Und der absolute Oberflash, den wir heute beide gehabt haben, als wir nochmal durchgelaufen sind, ist, als wir hinter unseren Palisaden unseren Tisch, unseren Stuhl, unsere Frühstücksecke mit der Aussicht gefunden haben. Und damit lasse ich euch jetzt in ein schönes neues Jahr. Vielen, vielen Dank fürs Zuschauen. Feiert noch ein bisschen. Lasst euch gut gehen. Ich hoffe, nächstes Jahr haben wir genauso viel Spaß und machen noch mehr. Genau, guten Rutsch. Danke fürs Zusehen. Bleibt gesund vor allem. Und bleibt munter. Alle gesund, genau. Ich freue mich, wenn ihr Spaß gehabt habt. Wir haben es auf jeden Fall. Ich werde jetzt keine Werbung machen für bringt Follower, ladet Leute. Nein, Bullshit. Ja, uns macht Spaß. Wir werden hier weiter betreiben, wie wir können. Und vielen Dank an alle, die uns unterstützen, die uns helfen. Auch nochmal vielen, vielen Dank an den Captain für diesen richtig coolen Aufbau im Discord-Server. Verlinkt ist er schon. Wer möchte, kann sich im Discord mit anmelden. Der ist jetzt komplett. Das ist das Buddycamp. Ja. Guten Rutsch alle. Macht's gut. Herzlichen Dank. Auf bald.